Servus Leute und willkommen zurück zum Bus-Simulator 2016 bzw. 16 wieder einmal. Und wir müssen jetzt den Schlüssel abdrehen, den Motor natürlich abschalten. Und das Ganze machen wir wieder mit der Maus. So, dann machen wir noch die Beleuchtung natürlich aus, die ganzen Beleuchtungen gut hier. Gemacht. So, hier drüben ist das Büro. Hier drüben das ist das Büro. Dein Büro. Was ist mein Büro? Ich habe meine eigene Firma. Cool. Versichere dich, ob... Öffne die erste Tür. Ja. So, jetzt steigen wir dann aus. Führerstand verlassen. Und ich glaube, ich muss jetzt ins Büro gehen, oder? Ah, okay, passt. Ah, wir können das Ganze sozusagen über ein Tablet bzw. Hey, Handy steuern. Hier ist Ben. Ich rufe an, weil ich dachte, meine Erfahrung könnte für dich und deine neue Firma äußerst hilfreich sein. Ja, das könnte es. Also legen wir los. Im Moment braucht die Stadt dringend mehr öffentliche Transportmittel. So viele Leute und so wenige Busse. Der Bürgermeister unterstützt neue Firmen, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten wollen. Erfülle ganz einfach die Anforderungen auf dieser Liste und sie werden dir einen neuen Bus für die Firma bereitstellen. Ist das nicht großartig? Jetzt weißt du jedenfalls, was du zu tun hast. Ich rufe wieder an, wenn ich mehr Ratschläge für dich habe. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh, richtig, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ein paar Informationen geschickt, wie du deine Busse individuell anpassen kannst. Bis später. So, wir haben aktuelles Ziel anfangen. Natürlich, die Stadt braucht anfangen. Die Stadt braucht dringend einen guten öffentlichen Verkehrsservice. Zeige, dass du in der Lage bist, eine Busfirma zu managen und du hältst einen kostenlosen Bus als Anreiz. Ja, das sind schon einige Tausender, was das sowas kostet. Fahre auf der bestehenden Strecke. Das bedeutet Stiefgasse, St. Paulskirche, Goethestraße West und dann zur Laurinstraße. Ich würde die noch verlängern zur Goethestraße hintere am Ende und dann wieder zur Martinstraße und wieder zur Stiefgasse zurück. Dann hat man so einen schönen Kreisverkehr und da kann man schön im Kreis fahren. Das nächste ist, lackiere deinen Bus um. Lackier-Tutorial, okay? Erweitere die bestehende Strecke, indem du mehr Haltestellen hinzufügst und fahre sie anschließend. Passe deinen Bus mit Aufklebern individuell an. Na, heute habe ich ein wirklich sprachchaotisches Ding. So, Stiefgasse das. Wir werden die nacheinander einfach abarbeiten, weil wenn ich das jetzt erweitere, ich glaube, ich muss die bestehende Strecke fahren. Halt. So, wir werden da eine, was, umgekehrte Strecke, Schnellstart. Na, ganz normal halt. Ah, wenn ich wahrscheinlich schnell starte. Einige Haltestellen auf deiner Strecke sind im Moment unzugänglich, aufgrund von Stadtevents, die im Laufe des Tages stattfinden sollen. Deine Strecke wurde entsprechend abgeändert und es würde vorübergehend neue Bushaltestellen hinzugefügt. Na geil. Man kann da wahrscheinlich, schätze ich einmal. Okay, achso, da geht's raus. Nicht nur. Wie wollte ich das jetzt sagen? Ich glaube, ich spiele das gleich mit der Tastatur. Weil teilweise brauche ich die Maus schon relativ häufig. So, und wie mache ich jetzt das Tor auf? Nein. So, tun wir nochmal Führerstand verlassen oder kann ich da? Nein, ich glaube, das geht nur von draußen. Ja, dort vorne ist der Öffner. So, dann machen wir Tor öffnen. Steigen wir wieder ein. Führerstand betreten. So, und dann werden wir da mal blablabla. Das tue ich mal leichter, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das mit der Maus mache. Nämlich 1, 2, 3. So, das ist mal eingeschalten. Aufs Maximum, die ganzen Lichter einschalten. Handbremse. Deaktivieren. Ich glaube, das war's. Ja, und natürlich die erste Tür zumachen. Nein, ich will nicht blinken. So, dann, und jetzt fahren wir auf die schöne Straße hinaus. Und werden gleich mal zur ersten Haltestelle fahren. Ich glaube, ich muss da wirklich mit dem Tempomat, mit dem T fahren. Ich glaube, T war das, wenn ich nicht täusche. So. Schön in die Station rein. Zack. Das war Alt F 1, 2. Perfektes Timing. Eine normale Fahrkarte, bitte. Na, jetzt will du aber was haben auch. So, eine normale. So, drucken. Der hat wieder 5, sind 2,80. Wissen wir ja schon. Vielen so, Dank. Will noch mehr. Oh, hallo. Einmal Fahrkarte, Senioren, bitte. Einzelfahrt.
Bitte sehr, drucken 1,40, das bedeutet 60 Cent und 3 Euro zurück. Bitte sehr. Danke, mein Lieber. Will noch irgendwer was? Schaut nicht so aus, dann verlassen wir das Ganze. Es sind alle eingestiegen, wir schließen die ganzen Sachen und legen los auf unseren Haltestelle. So, und wir werden jetzt ganz einfach... Ich weiß nicht, wie der ganz genau funktioniert, der Tee. Nächster Halt, St. Pauluskirche. Ich verstehe das nicht ganz. Der Tempomat, wie der genau funktioniert, bin ich mir nicht sicher. Ich werde einfach... Fahrt er dann automatisch mit einer Geschwindigkeit? Weil ich kann jetzt wieder Gas geben. Ich verstehe das nicht. Ich war nämlich, glaube ich, jedes Mal zu früh dort beim Tutorial im letzten Bad. Oh, das ist ja rot. Ja, ich weiß, dass ihr ausstellen wollt. Geil, jetzt habe ich natürlich gerade die Ampel so perfekt drinnen, dass ich es gar nicht sehe. So. Ich fahre gerade rückwärts, vorwärts. So, komm. Grün werden. Ich habe nur mal 44 Sekunden. Schnell vor dem anderen über die Straße. Ich weiß, macht man normalerweise nicht. Aber wie sind Busfahrer in Italien? So, und jetzt sind es noch 30 Sekunden. Wir werden jetzt ganz einfach ein bisschen hineinrollen. Wir warten da ein bisschen davor ab. Okay, scheiße. Das ist, hat er jetzt schon genommen. So, Alt, 1, 2. Perfektes Timing, Blinkerbonus, perfekte Halteposition. Schön, schaut gut aus. So, alle ein- und aussteigen lassen. Braucht man eine Fahrkarte auch, bitte. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Nein, kann ich nicht. Was wollen Sie denn? Eine normale Einzelfahrt. Hier, bitte sehr. Wie freundlich. 80 Cent bekommt ihr zurück. 2,80 Euro. Danke. Einen schönen Tag. Eine normale Einzelfahrt. Natürlich kann ich Ihnen das machen. Und natürlich wieder 2,80 Euro. Nein! Müssen wir so... Boah. Jetzt hätte ich es falsch gemacht. Einen schönen Tag. So, wir haben, glaube ich, alle. Das bedeutet, wir können aus der Kasse raus. Schauen nochmal auf den Gehsteig. Ist nichts mehr los. Schließen wir das Ganze. Heben wir den Bus. Und es geht weiter. Auf der italienischen Rast. Es ist so heiß hier drin. Schalten Sie bitte die Klimaanlage ein. Nächster Halt. Wie soll ich die Klimaanlage aktivieren? Goethestraße. What the hell, Temperatur West. Senken. So. Also senke ich die Temperatur, okay. So, wir müssen rechts abbiegen. Ja, ich weiß, dass ihr halten wollt. Da geht einer über den Zebrastreifen. Okay, ja, das habe ich mir gedacht. Das geht sich so nicht aus. Ich muss ausholen. Da muss ich wirklich ausholen bei den Strecken. Ist noch nicht so meines, das Busfahren. Genauso wie das LKW-Fahren. So, wir müssen rechts fahren. Ah, Blödsinn, wir müssen links fahren. Ja, genau. Jetzt steht der Heinz natürlich da gerade so perfekt. Und da hinten ist ein Auto auch noch. So. Bisschen langsamer, so 30 Sekunden, glaube ich, ist ganz gut, wenn ich... rechtzeitig dort bin. Es ist zwar idiotisch, immer am Weg zu nachher stehen zu bleiben, aber fahren wir mal hinein. Ob die Position so gut ist, bin ich bezweifle ich jetzt gerade. Perfektes Halt, perfektes Timing, okay. Hätte ich jetzt nicht vermutet, muss ich ehrlich sagen. So, einsteigen bitte, einsteigen. Eine Fahrkarte bitte. Nein, ich will euch keine Fahrkarte verkaufen. Wir wollen eine normale Einzelfahrt. Natürlich bekommen Sie sie. Hier haben Sie sie. Und Sie bekommen natürlich 2,80 Euro zurück. Danke sehr. Schönen Tag noch. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Zwei Einzelfahrten. Okay, na dann hier zweimal 4,40 Euro bitte sehr. Bekommen Sie natürlich 60 Cent zurück. Danke sehr. Schönen Tag noch. Vielen Dank. So. Schließen F. Und weiter geht's. Ah, blinken vergessen beim Wegfahren. Ja, scheiß drauf. Ist ja nicht so schlimm. So, da kommt eh gerade keiner, das passt perfekt. Meisenstraße. In die Meisenstraße fahren. Letzter Halt schon. Vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Willst du nicht weiterfahren? Willst nur Vorrang geben? Ja, ich weiß, dass wer aussteigen will. So, jetzt kommt eh gerade keiner, wir brauchen gar nicht schauen. Rechts, der Linkskommende wird einfach
vernachlässigt. Boah, das ist so kompliziert, das um die Ecke fahren da. Ich kann nicht mehr ausholen und ich weiß nicht, wie es geht. Das wäre mal die falsche Haltestelle gewesen. Ich wollte schon stehen bleiben. So, wir müssen eine Minute... Ich darf nicht so schnell fahren. So, jetzt mache ich mal den T und drücke jetzt kein Gas mehr. Fahrt ihr dann automatisch die Geschwindigkeit? Nein. So, jetzt will ich noch einmal was schauen. Ob es da nicht rechts? Fahrzeugbeleuchtung? Kassenbeleuchtung? Spiegel zum Absenken? Da gibt's aber nichts. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Tempo steuern soll. Oder er wäre jetzt mit T einfach so lange stehen geblieben, dass er nachher mit dem Top-Tempo einfach weiterfahren kann. Aber irgendwie... keine Ahnung. Weil jetzt sind wir viel zu früh dort. Ah, da ist eh gerade Blaulicht. Wir müssen uns langsam der Straßenkreuzung nähern. Ich hör gerade von irgendwo eine Rettung. So, wir werden einfach da noch einmal bei der Ampel stehen bleiben. Und warten. Da vorne ist schon die Haltestelle. Ja, wir fahren vor. Kommt eh keiner. Kommt eh nicht das Blaulicht von da drüben. Wir sind viel zu früh da. Wir sind einfach viel zu schnell. Ich habe keine Ahnung, was hat der jetzt gehabt? So. Alt. F. 1 und 2. Perfektes Timing. Ich verstehe nicht ganz genau. Vorher hat es mir da komisch angezeigt irgendwie. So, sind jetzt alle ausgestiegen. Noch nicht ganz. Es schaut gut aus. Soeben haben die Haltestelle diese erreicht. Drücke Eingabe, um die Fahrt sofort zu beenden oder fahren zurück zur Garage. Natürlich fahre ich noch zurück zur Garage. So, heben wir den Bus und los geht's. So, das Wegfahren blinken auf das Pfeife. Ich werde eh nicht überholen. Das ist ja nicht so tragisch. So, und jetzt können wir ja mit Vollgas in Richtung Garage fahren. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich werde das alles so spielen, sozusagen komplett zur Hinfahrt bis zur ersten Station und dann wegfahren von der letzten Station auch noch. Das ist, glaube ich, am besten so. Aber es ist da relativ viel Management-Zeug auch, glaube ich, noch dabei nachher. Halt, man kann da seinen eigenen... Ich glaube, das ist nur Busfahren zuerst. Halt, im ersten Part war ich noch am... Oder auch... Ach Gott. Du hast vorne 5 Meter Platz, fahr doch ein bisschen. So. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Ich könnte auch Eingabetaste drücken. Der Verkehr. Das Blöde ist, dass ich jetzt schon wieder so weit rechts fahre fast, dass ich gleich Probleme haben werde, um die Kurve zu kommen. Wahrscheinlich. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So, fahr weiter. Dafür hat man eine Stoßstange. Die ist nämlich zum Stoßen da. Ich hoffe, er biegt ab. Danke. Danke sehr. Kann ich schön mit 70, 100 km/h. Obwohl ich fahre nur 40 jetzt gleich. Ich glaube, der geht gar nicht so schnell. Rote Ampel. Achso, ich muss nach links. So. Wieder eine rote Ampel. Ich habe, glaube ich, gerade die rote Welle erwischt. So, grün wird's. Da geht gerade wer rüber. Beim Linksabbiegen braucht man ja nicht wirklich ausholen, es ist ja nur beim Rechtsabbiegen ein bisschen problematisch. Wieso fahren wir jetzt im Kreis? Das ist aber nicht der Ernst von Ihnen, oder? Zumindest das Navi zeigt mir so einen komischen Kreis an. Ah, ist eine Einbahn, okay. Gott sei Dank hat keiner geparkt. Weißt du, ist aber ganz schön schmal, die Einbahn da. Vorrang geben wird vernachlässigt. Und da habe ich jetzt das Problem. Boah. Die Straßen sind zu schmal, eindeutig. Zumindest für mich. Kommt eh keiner. Und da steht schon wieder einer. Rechts abbiegen. So, und jetzt ausholen. Und schon wieder rauf auf den Gehsteig. So wie die Italiener. Aber ich verstehe nicht, wie ich das nicht hinbekomme. Entweder ist der Bus einfach für die Straßen, wo ich da jetzt gefahren bin, zu unwendig, oder ich bin einfach zu unfähig. Das könnte natürlich auch sein. So, jetzt müssen wir aber gleich da vorne ist schon die halt. Stimmt, jetzt kommt die Tankstelle und danach kommt unser Busquartier. Wir werden aber, weil der Bus ja vorwärts drinnen gestanden ist,
Wir werden ihm auch wieder vorwärts reinfahren, dass das einfach schöner ausschaut, weil wer fährt schon in die Garage den Bus nachher vorwärts rein. Bitte, wie weit haben wir denn da noch? Achso, na, da ist ja nachher erst die Haltestelle gekommen. Ich glaube, die nächsten Male werde ich überspringen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob sich das irgendwas noch bringt, ob das mehr Geld gibt oder sonst irgendwas. Aber wahrscheinlich hat eh schon der Unfall so viel Geld gekostet, dass ich ein Minusgeschäft haben werde. Aber das werden wir sich in dem Bad noch auf jeden Fall anschauen. Na komm, fahrt's weiter. Ich bin da vorne, ist gleich... Ich glaube, der fährt mit mir im Kreis. Ich fahre jetzt einfach nach Navi nämlich. War da nicht da schon irgendwo unsere unsere Firma? So, rechts abbiegen. Ja, rechts abbiegen ist natürlich jetzt leiwand. So, ausholen. Und einschlagen. Aber nicht zu schnell einschlagen. Nein! Ach Gott. Hätte ich doch ein bisschen mehr einschlagen müssen. So, wir sind da. Wir sind bei uns. Wir haben es geschafft. Wir sind heimgekommen. Wahrscheinlich das ärgste Minus, das gibt. So. Jetzt ist die Frage, ob wir da gleich rückwärts reinschieben können. Ja, noch einmal. Der Bus muss schon sowas an den Arsch sein, dass es nicht mehr Ärger geht. So. Boah. Das ist jetzt gekonnt. Wo stehe ich da an? So, ich muss rauszoomen. Das gibt's doch nicht. Ah, okay. Ja, vergiss es so. Da war ich wirklich so weit drüben. Das hat in den Spiegeln ganz anders ausgeschaut. Das hat in den Spiegeln ein bisschen anders ausgeschaut. So. Jetzt müssen wir noch Handbremse, blablabla. Haltestellen. Nein, nicht Haltestellenbremse. Wir machen da richtige. Oh. Innenansicht bitte, Innenansicht. So, Handbremse, Licht aus, Motor aus und wir steigen aus. So, Führerstand, nein, 1 noch drücken. Führerstand verlassen. Und wir haben den Auftrag absolviert. Wir haben Einnahmen diese Woche 2753 minus Einnahme dieser Fahrt minus 2300. Okay. Das sieht man auch cool, die ganzen seine eigenen Leute, die das Spiel spielen und auch noch was verdient haben. Aber Einnahmen dieser Fahrt minus 2003? Wie kann sich denn das dann rentieren irgendwie? Keine Ahnung, wie wir da auf ein positives... Ich verstehe auch nicht, wie die so viel verdienen haben können da. Aber ich bin Rang 9000, da halt nicht einmal so schlecht, würde ich jetzt einmal behaupten. Aber ich würde sagen, wir schauen uns dann im nächsten Part dann weiter an, wie man Busse lackieren muss und, glaube ich, Aufkleber und eine Fahrtstrecke ändern. Und dann werden wir noch eine Fahrt machen und das Ganze im nächsten Part dann hier beim Bus-Simulator 16. Bis dann, tschüss.